Hi, da bin ich wieder. Ich habe jetzt hier ein Two-Pack von den Turtles, und zwar Turtles in Power Rangers Rüstung. Wir haben hier Michelangelo und Epel O'Neil von der Firma Hasbro. Ja, schöne Figuren. Soweit sehen auch die Effekte und auch das Zubehör ganz gut aus, muss ich sagen. Es gibt natürlich den Raffi im Tupac, es gibt Schredderlose, soweit ich weiß, also Schredder war lose, und die anderen drei Turtles. Momentan habe ich jetzt nur dieses Set bekommen können. Die anderen werden wohl im Laufe der nächsten Wochen noch eintrudeln. Da freue ich mich schon mega drauf. Ich finde die Idee an sich richtig cool. So, schaut mal, einmal der Hintergrund, ein Panzer. Also ich habe auch einen Comic zu Turtle Power Rangers. Zeichentrickfilme habe ich jetzt nicht gesehen. Es gab einmal ein Comeback Turtles und Power Rangers. Aber da waren ja die Turtles nicht in der Power Ranger Rüstung drin. Und ich bin mal gespannt, wie das aussieht, wenn wir den Kopf gleich wechseln vor allem. Bin ich echt mal gespannt. Ja, wo fangen wir an? Wir haben hier ganz schön viel und ich würde sagen, wir gehen mal in die Nahaufnahme. Ich will euch mal die Gesichter zeigen und das Zubehör, die Waffen. Ich glaube, das sieht man gar nicht, wenn ich euch das jedes Mal so hinhalten muss. Wir zoomen die Kamera mal ran. So, da steht er. War gar nicht so einfach rauszuholen. Wir haben hier einmal Michelangelos Kopf. Sieht ziemlich cartoonmäßig aus. Ja, so comicmäßig halt. Finde ich richtig cool. Auch so der Farbton gefällt mir ganz gut. Die Augen. Also sieht nach einem lustigen, freundlichen Michelangelo aus, so wie wir ihn auch kennen. Auch das Bandana sieht richtig cool aus. Und der ganze Kopf fühlt sich so, wie sagt man, so matt an. Die Farbe auch ist mehr so matt. Aber es gefällt mir. Nicht glänzend, sondern matt finde ich richtig cool. So, dann haben wir hier einen Effekt. Und das finde ich richtig cool. Ich mag Effekte. Ja, ich weiß, es geht auch mit viel Fantasie. Aber ich mag Effekte irgendwie. Ich finde es richtig cool. Ich habe es bei vielen Mangas-Figuren gesehen, aber ich habe nicht so viele Manga-Figuren. Und ich sehe das immer wieder und öfters mal auch bei anderen Figuren. Und das finde ich richtig cool. Und den Effekt, der kommt hier an den Nunchuck dran. Das ist halt, wenn er den Nunchuck so schleudert, finde ich richtig cool, gefällt mir sehr gut. Wir haben hier vier Hände zum Austauschen. Auch die fühlen sich so ein bisschen, ja, ist auch hier schön modelliert. Die fühlen sich so ein bisschen, wie sagt man, rau an. Seht ihr das? Das ist so ein bisschen modelliert, finde ich richtig gut. Nicht einfach nur so schlicht, sondern einfach so eine kleine Modellation, also so ein kleine, seht ihr schon? Klein bisschen modelliert. Oh Gott. Also, eine kleine Struktur drinnen. Nicht einfach nur glatt, sondern wirklich eine kleine Struktur vom Handschuh. Das finde ich sehr schön. Ist halt so eine greifende Hand mit drei Fingern, natürlich eine Turtle-Hand. Dann hier die Fäuste, die dürfen einfach nicht fehlen. Also so Fäuste, die machen schon viel her. Und die tausche ich auch immer wieder gerne mal aus. Gerade was, ja, Fäuste sind so Zubehör, was ich auf jeden Fall gern habe. So, damit ihr ein bisschen das Zubehör sehen könnt. Also, wir haben die Effekte, wir haben die vier Hände. Dann haben wir hier die Nunchucks, die natürlich so ein bisschen auf Power Rangers aussehen. Und die sind ganz normal schlicht aus Plastik. Also, ich würde es schon cool finden, wenn das hier die Kette aus Metall wäre. Aber ist es nicht, ist jetzt nicht so tragisch. Ich habe nur ein bisschen Angst, wenn man das biegt, dass es irgendwann bricht. Schaut mal, hier ist irgendwie ein Loch, ein Stäbchen. Und zack, man kann die wohl verbinden. Oder auch nicht, zack mal. So, man kann die hier zusammenstecken. Vielleicht hängt es damit zusammen, dass man die hier an die Seite irgendwie reinpackt. Ich habe es noch nicht ganz herausgefunden, bin ich ehrlich. Wie man die hier rein befestigt, reinsteckt oder wie auch immer. Sehen wir dann gleich, vielleicht finde ich es ja noch währenddessen heraus. Hier die zwei Nunchucks, so ein bisschen im Gelb gehalten, wegen dem gelben Power Ranger. Wobei ich hier Orange besser gefunden hätte, weil Orange wegen dem orangenen Bandana halt von Michelangelo. Vielleicht ist das auch so gedacht, dass man so eine
Powerwaffe irgendwie draus macht. Ich habe keine Ahnung, aber es ist eine lustige Idee, dass man da so ein bisschen kombinieren kann. Das gefällt mir. Jetzt probieren wir mal das andere aus mit dem Effekt. Das will ich mal sehen, wie das hier wirkt, wie das aussieht. Also vom Bild her, ob ich das hinkriege, vom Bild her wäre das irgendwie wohl so. So. Und da kann man das hier irgendwie ranstecken. Nee, hier ist kein Loch. Okay, das hat dann damit nichts zu tun. Also irgendwie so. So ist es auf jeden Fall auf dem Bild. Dann ist es der Effekt, der kommt von unten, schwingt. Cool. Warum der Effekt lila ist, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich habe jetzt die ganze Zeit schon überlegt, warum denn lila? Keine Ahnung. Aber Effekte finde ich cool. Wir haben nur einen Effekt. Das ist ein bisschen schade, weil wir haben ja zwei Nunchucks. Warum haben wir da nur einen Effekt? Naja, ist jetzt so. Und jetzt kommen wir aber auch schon zum Power Ranger, oder? Turtle? Naja. Ist jetzt so die Sache. Sein oder nicht sein. Also, so im Großen und Ganzen haben wir hier einen schmalen Turtle. Mit goldenen, wie nennt man das hier, Vorderpanzer und Rücken, also Panzer an sich. Der ist Gold. Ist halt ein Hohlraum. Das finde ich nicht ganz so toll, dass man da durchgucken kann, dass es ein Hohlraum ist. Aber wir sehen gleich den Rest. Dann hier der Gürtel, der ist ja so gummihaft hier. Also nicht wirklich gummihaft, das ist eigentlich Plastik, aber ein bisschen doch biegsam irgendwie. Also Hartplastik, also Weichplastik vielleicht eher. Schwer zu sagen halt. Hier fühlt es sich ein bisschen fester an und hier vorne hat dafür ein bisschen dehnbarer. Ja, fangen wir doch mal am besten vor oben an. Vorne oben, genau. Also der Kopf sieht schon mal klasse aus. Der Kopf sieht klasse aus. Bewegungspunkte hier, der Kopf ist komplett beweglich und soweit ich weiß auch ein bisschen hier oben unten. Finde ich auf jeden Fall klasse. Kann links und rechts gucken, er kann sich hier alles ansehen. Finde ich cool. Dann gibt es hier einen Butterfly-Effekt und das liebe ich an den Figuren. Hier seht ihr, der kann richtig vor und nach hinten holen, ausholen. Das finde ich schon mal cool, soweit wie der Panzer und der Vorderpanzer es natürlich zulassen. Aber ist schon cool. Dann kann er mit der Hand auch ziemlich weit vor und ziemlich weit nach hinten. Dann hat er im Oberarm eine Bewegung. Hier doppelt ein Ellenbogengelenk. Juhu! Ich bin ein Riesenfan von diesen doppelten Ellenbogengelenke, lieber im Ellenbogen als im Knie, muss ich sagen, weil da schon viel an Bewegung rausgeholt werden kann. Also der Turtle ist komplett aus Plastik, wobei sich das Plastik hier einfacher anders anfühlt als natürlich der Körper an sich. Das sind irgendwie zwei Plastik, zwei verschiedene. So, Michelangelo. Dann der Gürtel, richtig cool. Jetzt muss ich noch herausfinden, wie ich Michelangelos Waffe tatsächlich da reinpacke, also die Nunchucks. Irgendwie so, oder? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Da bin ich ein kleines bisschen überfordert. Ein kleines, ganz kleines bisschen. Wie ich die da reinpacke. Dann Oberschenkelbewegung hier und doppelte Knie. Bewegung, mega cool. Und dann unten natürlich noch eine Bewegung. Also alles schön modelliert. Auch hier natürlich noch eine Bewegung im Stiefel. Finde ich schon auf jeden Fall mega cool. Also bis auf das hier, der Hohlraum, dass man da reinguckt in den Panzer und der einen Hohlraum hat. Das seht ihr hier, glaube ich, leider nicht. Oder vielleicht ein bisschen weiter weg. Guck. Seht ihr das? Man kann da hinten reingucken. Man sieht, das finde ich jetzt nicht so schön gelöst, muss ich sagen. Da ist zu viel Spielraum. Nichtsdestotrotz, das ist ein Turtle und das ist mega cool, aber das ist so ein Punkt, wo ich sage, das gefällt mir nicht ganz so. Aber insgesamt gefällt ihr mir sehr gut. Auch hier, guck mal, die Beinchen. So, jetzt schauen wir mal, wie leicht das ist, den Kopf auszutauschen. Okay, das war cool. Das war leicht, das finde ich gut, dass ich jetzt nicht noch eine Stunde hier rummachen muss. Und jetzt schauen wir mal, wie das aussieht, wenn Michelangelo. Oh. Okay, draufsetzen ist nicht so einfach. Aber ich habe es, glaube ich, geschafft. So, und so sieht Michelangelo aus. Cool. Etwas gewöhnungsbedürftig, muss ich zugeben. Etwas gewöhnungsbedürftig, den Michelangelo drin zu sehen. Ich muss den Kopf wahrscheinlich noch ein bisschen draufstecken,
Weil das sieht nicht ganz so optimal noch aus. Oder ist es schon drin? Nee. Ja, das rausnehmen war jetzt leichter als das draufstecken. Oh, jetzt habe ich es, glaube ich. Ja, jetzt sieht es auch besser aus. Dann hat man nämlich hier auch. Genau. Jetzt sieht es auch stimmiger aus. Sehr gut. Gefällt mir. Richtig cool. Mir gefällt Michelangelo wirklich sehr gut. Also es ist gewöhnungsbedürftig, das habe ich ja erwähnt. Ich muss mich da erst noch dran gewöhnen, dass die Turtles da drin stecken. Aber im Großen und Ganzen finde ich es mega cool. So. Oder so eher. So. Ja. Richtig cool. Gefällt mir sehr gut. Und was ich noch herausfinden muss, ist, wie packe ich denn Michelangelos Waffe jetzt hier rein? Also so finde ich es nicht so schick, wenn die da so abhängt. Oh, jetzt ist das Effekt auch noch runtergefallen. Vielleicht so? Ich weiß nicht, wenn das so hängt, finde ich es nicht so schick. Vielleicht auch irgendwie so? Mehr so, schaut mal. Ach, schaut mal, das sieht doch gut aus. Das sieht doch gut aus. Das gefällt mir. Also ich freue mich jetzt umso mehr auf die anderen Turtles noch. Also die alle mal so in einer Reihe stehen zu sehen. Die ganzen Turtles. Ja. In dieser Power Ranger Rüstung finde ich mega cool. Und was ich auf jeden Fall noch die Tage machen möchte, ist meine alten Power Rangers rausholen und dazustellen. Haha, das wird ein witziges Bild geben. Schaut mal, hier. Michelangelo. Mega cool, oder? Also mir gefällt das unheimlich gut. Ich schau mal gerade. Nee, weitere Informationen gibt es dazu nicht. Also, Michelangelo kommt mit seinen zwei Nunchucks, seinen Helm sozusagen, wenn er ihn auszieht, oder austauschbaren Kopf. Vier austauschbare Hände und ein Effekt, der mir irgendwo runtergefallen ist, aber ich glaube, ich habe ihn gefunden. Und diesen Effekt. Also, mega cool. Jetzt reicht natürlich die Zeit nicht. Ich würde im nächsten Video jetzt Epel auch gleich auspacken. So. Ja, okay, das Effekt hält jetzt nicht so gut, weil ich es nicht so richtig platziert habe. Ja. Michelangelo, mega coole Figur, mir gefällt sie sehr gut. Ich habe nur eine einzige Beschwerde sozusagen, dass man hier so in den Panzer zu sehr reinguckt und das einen Hohlraum hat. Aber im Großen und Ganzen, coole Idee, gefällt mir sehr gut. Und ich freue mich auf die nächsten Turtles und ich bin gespannt, was ihr dazu meint. Vor allem auch die Turtle-Fans, was oder die Power Ranger-Fans, machen wir es mal so rum. Was sagen die dazu, dass auf einmal es so eine Mischung gibt? So, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video mit Eple O'Neill. Bis dahin, bye bye.